Hallo, hier ist der Tim von Übergizmo. Ich habe die 20-jährige limitierte Auflage vom Tamagotchi in der Hand. Was denken ihr kann? Schauen wir uns gleich an. So, und da wollen wir uns das ganze Ding auch schon mal anschauen. Das ist das Tamagotchi, das jetzt dieses Jahr neu rausgekommen ist, zum 20-jährigen Jubiläum des Tamagotchis. Das Tamagotchi selbst schaut ein bisschen kleiner aus als das damals. Und hier hinten steht auch drauf, dass es kleiner und noch einfacher zu spielen sein soll. Von daher machen wir mal die Packung auf und schauen mal, was das Ding hier kann. Na, wenn das Ding hier mal reingeht. Ich bin ja schon gespannt, wie das ist mit dem Tamagotchi. Das letzte und erste Tamagotchi, das ich hatte, ist mir im Sommer täglich gestorben, nachdem ich aus dem Freibad nach Hause gekommen bin. Von daher habe ich selbst keine so guten Erfahrungen mit dem Haustier. So, wenn wir das Gerät jetzt hier auspacken, sehen wir hier schon mal eine kleine Anleitung. Naja, ist mal relativ groß. Eine große Anleitung zu dem Gerät selbst. Und das Tamagotchi, das wir jetzt mal hier aus der Fassung nehmen werden. Das ist das gute Stück. Relativ klein. Hier hinten mit einem Fach zum Aufschrauben und die Batterie zu ersetzen. Dann wollen wir das Ding auch gleich mal starten. Ich hoffe, ihr seht das jetzt mit der Kamera. Ziehen wir mal den Stöpsel hier raus. Na, geht das? Ich glaube, man kann das erkennen. So, jetzt habe ich mir auch mal kurz die Anleitung durchgelesen und zwar stellen wir ganz kurz die aktuelle Uhrzeit ein. Wir haben jetzt gerade 10 Uhr. Bestätigen. Und nun müssen wir darauf warten, bis das Tamagotchi erstmal schlüpft. Ich versuche gerade nur mal den richtigen Lichteinfall zu kriegen. So sieht man das Display. Das kann jetzt ein bisschen dauern, bis das Tamagotchi schlüpft. Ich schneide einfach diese Sequenz dann nach vorne. So, das Tamagotchi schlüpft. Und hier sehen wir das Tamagotchi. Zu den Aktionen, die ihr hier durchführen könnt. Ihr könnt, wenn ihr auf die Mitte drückt, die aktuelle Uhrzeit anzeigen lassen. Mit der ersten Taste könnt ihr euer Tamagotchi füttern. Mit dem Reisbällchen, das oben ist, oder unten mit einem Energy Bar, das unten ist. Sprich, sobald euer Tamagotchi hungrig ist, gebt ihr ihm einen Reisball. Oh, jetzt habe ich ihn zu oft drauf gedrückt. Und falls Tamagotchi in einer schlechten Stimmung sein sollte, gebt ihr diese Energy Bar hier unten. Zum Abbrechen drückt ihr einfach die dritte Taste. Und jetzt müsst ihr euch einfach nur um euer Tamagotchi kümmern, bis es sich entwickelt. Das war es erstmal, unser erster Eindruck vom Tamagotchi.